Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israel und die Türkei streben eine Aussöhnung an. In den vergangenen Wochen seien große Fortschritte bei der Normalisierung der angespannten Beziehungen erreicht worden, erklärte der türkische Außenminister. Bald werde ein Abkommen unterzeichnet, das die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wiederherstellt. Die Türkei war in der Region einer der engsten Verbündeten Israels. 2010 verschlechterte sich das Verhältnis rapide, als türkische Aktivisten die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen wollten und von der israelischen Marine gewaltsam gestoppt wurden. Der palästinensische Terror gegenüber Israelis ist deutlich zurückgegangen. Das hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei der jüngsten Kabinettssitzung erklärt. Der Erfolg sei vor allem der aggressiven und provokanten Politik seiner Regierung zuzuschreiben. Netanyahu dankte Soldaten, Polizisten und Agenten des Inlandsgeheimdienstes für ihre erhöhte Wachsamkeit. Doch der Ministerpräsident warnte zugleich, dass sich der Trend auch wieder umkehren könne. Vor 5 Jahren hat das Abwehrsystem Eiserne Kuppel erstmals eine Rakete abgefangen. Mittlerweile verfügt Israels Armee über 10 dieser hochmodernen Abwehrstellungen. Innerhalb der vergangenen 5 Jahre wurden mehr als 1500 Kurzstreckenraketen noch in der Luft zerstört. Im Gazakrieg des vergangenen Jahres konnten so viele Leben gerettet und Schaden verhindert werden. Die Eiserne Kuppel hat laut Armee eine Erfolgsquote von rund 90%. Israel hat mit dem Bau eines weiteren Teilstücks der umstrittenen Sperranlage in Judäa und Samaria begonnen. Am Rande des Palästinenserdorfes Beit Yala wurden 8 Meter hohe Betonblöcke angeliefert. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat der oberste Gerichtshof dies zugelassen. Israel hatte im Jahr 2002 mit dem Bau der Absperrung begonnen, die größtenteils aus einem Zaun besteht und im Endausbau mehr als 700 Kilometer lang sein soll. Die Barriere hat nach israelischen Angaben zu einem deutlichen Rückgang von palästinensischen Terroranschlägen geführt. Israelische Archäologen haben eine etwa 2000 Jahre alte Bronzeschaufel entdeckt. Nach Angaben der Altertumsbehörde wurde das Stück am Westufer des Sees Genezareth gefunden. Der Fund sei selten und der Zustand ziemlich gut. Bislang seien in Israel nur 10 solcher Schaufeln aus dieser Zeit entdeckt worden. Eine Archäologin erläuterte, die Schaufel sei vor 2000 Jahren vermutlich zum Transport von Asche verwendet worden. Das Wetter. Nach zum Teil heftigen Regenfällen in Zentral-Israel zeigt sich die Sonne in den kommenden Tagen nahezu überall. Im Norden werden Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erwartet, im Süden klettert das Thermometer auf über 30 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Machen Sie es gut.